Dupsi, oh, schwer beladen bin ich heute. Ich mache dir heute eine Farbexplosion mit einer Blumensorte. Vielleicht hast du es schon gelesen in der Beschreibung. Einmal Farbexplosion bitte mit Germini-Blüten Topo. Das sind gefüllte, wunderschöne Germinis. Und die wollen wir wunderschön in Szene setzen. Aber bevor wir starten können mit den Germini-Blüten und du sie auch entdecken und sehen darfst, machen wir einmal unsere Basis bereit. Wir haben hier wilder Helleborus und mit diesem wilden Helleborus machen wir unser wunderschönes Gefäß bereit. Damit wir die Germinis auch wunderschön in Szene setzen und die Farbpracht schön zur Geltung kommt, habe ich gedacht, nehmen wir keine anderen Farben in diese Kreation rein, sondern wir machen es braun und grün und ergänzen dann das Ganze mit Ästen und mit Euphorbia spinosa Holz, damit wir am Schluss unser Gefäß auch wirklich schön fett haben, nehme ich dann die Euphorbia spinosa Holz, so dass wir am Schluss unser Steckmoos nicht mehr sehen. Das hier ist Spirea geäst und diese Spirea ist cool. Die würde mit der Zeit dann aufblühen, wenn man das genügend lang eingestellt hat, dann werden da schöne kleine Blätter und weiße Blüten entstehen. Ich habe es aber extra jetzt so trocken, sodass wir wirklich die wunderschönen Germini-Blüten schön in Szene haben. So, du siehst mal, machen wir da mit dem Geäst einen schönen Aufbau, schnappen uns, wow, diese wunderschönen Germini, von Gelb über Rot, über Pink, über Orange, einfach wunderschön. Und diese Teile stecken wir da jetzt wunderschön in unser Gefäß hinein. Ganz wichtig zu beachten ist natürlich, dass wir da jeden Stiel, jedes Germini wunderschön anschneiden, schön schauen, dass es genügend Platz hat, dass wir die Farben schön ausgewogen nehmen und dass wir da nicht irgendwie nur von einer Sorte eine Blüte reinmachen. Eine Farbexplosion in diesem Geäst, ich finde, das sieht schon hammermäßig aus, wenn sie noch nicht fertig ist. Die vielen verschiedenen Farben dieser Germini, ich finde es umwerfend. Wie findest du so kunterbunt? Hast du lieber einfach einfarbige Blumen oder magst du es, wenn da ganz viele verschiedene Farben schön in Szene gesetzt werden? Wichtig ist natürlich auch, dass wir da schauen, dass da verschiedene Höhen von den verschiedenen Farben sind. Und das Coole bei den Germini ist, ja, die wachsen noch. Also die werden nicht auf dieser Höhe bleiben, sondern die werden sich dann dem Erdmittelpunkt zuwenden. Sie werden dann in die Höhe schnellen und nochmals einen anderen Effekt bewerkstelligen. Lass dich einfach immer wieder vom Blumenmann inspirieren und ich hoffe, auch diese Inspiration gefällt dir. Vielleicht hast du was gelernt. Vielleicht kannst du einfach immer nur reinschauen und dann genießen. Lernen kannst du nicht, weil du schon alles besser weißt als ich. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe einfach, auch wieder hier kommt, dass du irgendwas für dich mitnehmen und lernen. Wir schauen da, was wir da noch für eine Blütenfarbe reinnehmen wollen. Wichtig ist, jede Blüte wird schön parallel gerade in diese Kreation eingesteckt. Und damit wir jetzt unten auch eine saubere Geschichte haben, legen wir die Euphorbia spinosa Gehölze einmal unten schön rein. Schauen, dass wir da das Helleborusgrün nicht nach unten stopfen, sondern dass wir das Ganze wirklich einfach so schön einlegen. Wenn wir das Euphorbia spinosa Holz schon am Anfang eingemacht hätten, dann haben wir das Problem, dass dann die Germinis nicht mehr gut gesteckt werden können. Aber so, glaube ich, haben wir wunderschön ein exklusives, frühlingshaftes
Blumengesteck kreiert. Farbexplosion vom Blumenmann für dich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, diese Kreation gefällt dir und du hast wieder was gelernt. Wenn ja, schreib ja in die Kommentare. Wenn nein, hoffe ich, dass dir die nächste Kreation besser gefällt und ich dich dann inspirieren kann. Tschüss und weg, sage ich dann. Dein Blumenmann.